Funken fliegen, es ist heiß, der Geruch von Metall liegt in der Luft. Und so soll es auch sein. Sechs Männer aus Bonn, Köln und Pulheim werkeln an etwas ganz Besonderem. Einem Kreuz für ihre Kinder zur Erstkommunion. Gerhard Breuer aus Köln macht es für seinen 9-jährigen Sohn Lars und ist begeistert. Weil man etwas Eigenes beitragen kann. Letztendlich ist man als Elternteil sonst außen vor. Das meiste machen die Katechetinnen, das passiert in der Kirche. Und hier konnte ich letztendlich meinen Anteil dazu beitragen. Das Kreuz, was nachher in seinem Zimmer hängt, hoffentlich. Ich denke so und gebe das jetzt meinem Sohn weiter, weil er weiß, wie wichtig das Kreuz in der Familie ist und dass es ihm auf seinem Weg immer Halt und Zuversicht gibt. Er hatte die Idee zum Projekt Burkhard Knipping von der Männerpastoral im Erzbistum Köln. Für ihn eine gute Verbindung zum Glauben. Wenn ich ein Kreuz schmiede, woran denke ich, was mein Kind für seinen Glauben, für sein Leben insbesondere, um sein Leben meistern zu können, alles braucht? Und das ist Kraft ein Punkt, ist Nachgeben ein Punkt. Da ist auch das Miteinanderarbeiten, im Team arbeiten müssen, auf die anderen achten. Das sind wichtige Faktoren, auch für den Glauben. Und das Kreuz ist hart erarbeitet. Einen ganzen Tag oder satte 8 Stunden schuften die Männer an ihren Kunstwerken für den Nachwuchs. Aber es macht Spaß. Thomas Wurzel aus Bonn freut sich schon jetzt diebisch auf den Überraschungseffekt bei Tochter Julia. Also für sie, ich denke mal für sie wird es spannend sein. Sie wird es auch erst auf der Kommunion, zur Kommunion kriegen, das Kreuz. Ich werde es ihr vorher nicht zeigen. Bin mal gespannt, wie sie darauf reagiert. Aber da sie selber sehr viel bastelt, ich finde es einfach schon toll, dass sie selber auch was von Papa gebastelt bekommt. Also es ist für sie schon sicherlich eine tolle Erfahrung und auch ein tolles Geschenk. Doch ohne die Hilfe von Schlosser Werner Wierich ginge es nicht. Der ist begeistert, wie leidenschaftlich die Männer bei der Sache sind. Weil sie sagten, das ist für meinen Sohn, das ist für meine Tochter, das muss heute einfach richtig gut werden. Und das hat sich durch die Veranstaltung durchgezogen und so kleine Missgeschicke wurden auch unter dem Aspekt gesehen. Das heißt, wenn irgendwo ein Riss war, wo keiner hingehörte, nee, das wird meine Tochter nicht verstehen, der Riss muss irgendwie weg. Dann ist es soweit, Gerhard Breuer und Thomas Wurzel sind fertig mit ihren Kunstwerken. Stolz präsentieren sie ihre beiden unterschiedlichen Entwürfe für die Kamera. Ich fühle mich glücklich, selbst was gemacht zu haben, Teil gefällt mir toll. Werner hat super mitgeholfen, außer Frage, weil als Laie wird man es nicht direkt so hinbekommen. Aber es ist ein gutes Gefühl, was Eigenes in der Hand zu halten für die Kommunion des Sohnes. Ein Tag Arbeit für ein Kreuz, das ihre Kinder ein Leben lang begleiten wird.